hin, gehen auf Live Scene und da sind wir auch schon. Da ist sie! Hallo! Hallo! Knuddel, Knuddel! Hi! Hi! Ja, supi! Dann, wenn du oben machst, mache ich unten. Dann mache ich unten das Ding mal zu, rundrum. Was? Ach, das hast du... Boah. Ja, ich habe Decke eingezogen, ne? Wow. Muss ja. Es ist ja... Hier, erster Stock, ne? Mhm. Und da kommt jetzt in alle Ecken kommt so ein Suitenteil, wenn du magst. Ja. Und in die Mitte können irgendwie, weiß ich nicht, Versorgungseinrichtungen wie Küchen. Ich weiß es einfach nicht. Ja, die liebe Gerda, die war fleißig, wie ihr sehen könnt, liebe Zuschauer. Ja, auch auf YouTube. Ist ja der Wahnsinn. Ganz entspannt Decke eingezogen. Ja, cool. Ich weiß gar nicht, wie weit war ich denn beim letzten Mal? Du hattest die Räume da eingerichtet, ne? Ja, ich glaube, ich war dabei, ne? Fertig sehe ich gerade, bin ich noch nicht. Ach nee, ja. Ich hab dir hier noch ein bisschen Zeug wieder reingetan in die Kiste, dass du Material hast. Super. Und ja, dann werde ich mal unten gucken. Dann mache ich unten rum den mal zu. Mach das. Dass wir mal einen Eindruck kriegen. Und ich mache jetzt hier Sandstein. So. Einmal nach oben krabbeln. Hier muss ja auch noch alles zugemacht werden. So. So. So, ich brauche Sandstein. Wen wundert's? Boah, ey, da muss ich dir erzählen. Am Donnerstag, ne? Ich hab dir erzählt, dass mir der kleine Zeh ja so wehtut, ne? Ja, eben, ne? So, und Dienstag hatte ich mit Chef gesprochen. Ich sag, ich kann kaum auftreten und so, ne? Na, ich hab da angerufen bei uns im Krankenhaus. Die haben gesagt, ich dürfte kommen. Haben ja gesagt, von wann bis wann die da diese Sprechzeiten haben, ne? Ja. Und, ja, dann hat er gesagt, ja, kannst du auf jeden Fall machen. Hat aber auch nett oder wirklich nett gefragt, ob ich das Donnerstag machen könnte, weil der wollte Dienstag halt früher nach Hause, weil die Kleine Geburtstag hatte. Ja. Ich sag, ist ja kein Problem. Ja, dann war ich Donnerstag hier bei uns im Krankenhaus. Ey, sowas Unfreundliches, ne? Ist mir schon lange Warum? Nicht mehr begegnet. Warum? Ich komme da rein, da sagt sie, ja, ich will erstens keinen Notfall. Die würden ja eigentlich nur Notfälle aufnehmen. Ich sage, gute Frau, ich habe hier angerufen. Man hat mir gesagt, ich könnte kommen. Und ja, eben, ne? Ja. Und hat sie gesagt, ja, dann, ja, wir nehmen sie auf, weil wir schicken halt keine nach Hause und so, ne? Und ja, hatte mich dann aufgenommen. So, dann kam die Ärztin. Hör mal, sowas Unfreundliches ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Schon lange nicht mehr. Also, die habe ich gefragt, weil ich sag hier, der kleine Zeh, der ist dick und so. Da sagt die zu mir, ja, dann ziehen sie mal Schuh aus und so, Schuh ausgezogen, Socke ausgezogen. Da fragt die mich allen Ernstes, wo denn mein Zeh dick wäre. Ich sag, gute Frau, soll ich Ihnen meinen anderen Zeh zeigen? Und ja, dann hatte sie mir so pappig so einen Zettel gegeben für zum Röntgen. Da habe ich mir gedacht, du blöde Kuh. Bin dann hoch zum Röntgen.
So, und die Frau beim Röntgen sagt, oh, ihr Zeh ist aber dick. Ah, ich sag, ach, wenigstens was? Sieht das eine. Ihre Kollegin unten sieht das nicht so. Naja, und da bin ich dann geröntgt worden und so. Und dann musste ich halt dann wieder warten, bis ich wieder dran kam und so. Da hatte die dann gesagt, ja, auf den Röntgenbildern konnte man nichts erkennen. Kann ja auch durchaus sein, ne? Sag ich ja, ja nichts. Und ja, ich sag, was habe ich denn jetzt, ne? Die hat nichts gesagt, die blöde Kuh. Ja, könnte eine Überdehnung sein. Und war dann da irgendwas am Aufkritzeln und ich sag, gute Frau, ich sag, was soll ich denn jetzt machen? Ich sag, kühlen, Wärme, ich sag, was hilft denn jetzt? Na? Boah, da bin ich richtig wütend geworden, aber richtig wütend, ne? Ja. Und ja, da sagte sie, ja, kühlen. Und dann sagte sie noch so, ja, ich sollte mich dann auch vielleicht mal auf Rheuma testen. What? Keine Ahnung, wie die darauf gekommen ist, dass ich mich auf Rheuma testen lassen soll. Ja, ich weiß, in meiner Familie ist Rheuma weit verbreitet, aber trotzdem, ne? Und dass ich dann halt, sagte sie, auch nochmal zu meinem Hausarzt gehen soll. Ja, und dann habe ich das auch gebracht. Ich war bei meinem Hausarzt, habe denen das alles so geschildert. Ja, sagt er, wundert mich nicht. Sagt er, das höre ich momentan sehr oft, dass die da wohl sehr unfreundlich sind. Und ja. Dann hab ich, ach ja, die haben mir noch so richtig lieblos Salbe draufgekletscht und so ein Verband rumgemacht im Krankenhaus. Das haben sie noch gemacht. Das ist in das Krankenhaus in Bergheim, ja? Nee, in Bettbusch bei uns. Bettbusch. Und ja, dann habe ich dann meinem Hausarzt das dann gezeigt und so sagte, es sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass es entzündet ist. Na, sagt er, und hier kann ich sogar sehen, wo du dich mal gestoßen haben musst. Aha. Na, ja, so. Und dann sagt er so, eigentlich, ja, sagt er, schreibe ich dich jetzt krank. Noch diese und einschließlich komplett nächste Woche. Ja. Ich sag, geht nicht, ne? Ich sag, bei uns auf der Arbeit brennt der Baum, ne? Und, ja, dann musst du mit Krücke gehen, oder? Und ja, sagt er, ich darf dich aber eigentlich nicht arbeiten lassen, weil du musst ruhig halten, ne? Eben. Und ja, ich sag, ich kann ja mit meinem Chef drüber quatschen. Ich sag, ist ja überhaupt kein Problem. Das habe ich auch gemacht. Und ja, ich muss mich jetzt halt nicht viel bewegen. Das tut mir zwar leid für meine Kollegen, aber geht halt nicht anders. Ja. Ja, das war mein Erlebnis am Donnerstag im Krankenhaus. Verstehe das nicht. Denen bricht doch kein Zacken aus der Krone, wenn sie sich mal einfach ganz normal verhalten, oder? Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ja gut, also sowas, also wirklich sowas Unfreundliches ist mir echt schon lange nicht mehr untergekommen. Das kann doch auch keinen Spaß machen, weißt du? Dann macht einem doch der Beruf auch keinen Spaß. Ich war echt kurz davor, der blöden Kuh an den Kopf zu knallen, dass sie ihren Beruf weit verfehlt hat. Ja, ne? Ja, wenn sie keinen Bock drauf hat, Menschen zu helfen, dann soll sie es lassen. Ja, finde ich auch. Das ja. Finde ich allerdings auch. Na, also, bis ich zum Arzt gehe, also da muss echt schon verdammt viel passieren. Und ich bin ja nun mal jetzt schon wirklich eine Woche lang humpelnd hier schon durch die Gegend gegangen. Ich meine, ich humpel ja immer noch. Ich versuche halt, nicht mit meinem Zeh aufzukommen, halt immer so mehr auf der Ferse zu gehen, ne? Ja, dann hast du eine Schonhaltung und dann kriegst du das nächste Rückenproblem gleich hinterhergeschmissen. Ja. Kann man drauf warten. Ja, und jetzt muss ich hier irgend so ein komisches Zeugs nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nimmst du Tabletten oder was? Ja. Antibiotikum? Mhm. Aha. So ein Breitband, schlag mich tot? Keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht mit aus. Lies auch den Beipackzettel nicht, ne? Nö. Ja, okay. Wenn du ist danach gehst, so. Da bist du ja schon fast tot, ey. Nee. Nee. Na gut, Mensch, dann wollen wir mal hoffen, dass es hilft. Wie lange nimmst du das jetzt schon?
Ja, Donnerstag habe ich die erste genommen. Abends. Also Weil. erst 2 Tage. Ja, das Problem Prinzip. ist, bei mir schlägt das auf die Augen. Inwiefern? Ich habe Probleme in die Weite, also in die Ferne gucken. Nah ist kein Problem, aber halt in die Tiefe, halt etwas weiter weg zu gucken. Und das Seit zwei hat. Tagen. Hast du seit 2 Tagen? Ja, das, ich kenne das Problem, dass ich das leider so habe, dass das mir auf die Augen schlägt. Das Zeug. Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Das ist ganz fremdartig, diese Nebenwirkung. Aber gut, wenn du das sagst. Ich kenne auch nicht anders und das ist ja keine Ahnung. Geht dir das bei allen Antibiotika so? Hier kann ich dir nicht sagen, weil ich noch nicht so viele Antibiotika hatte. Aber auf jeden Fall bei dem Antibiotikum, was ich krieg oder bisher mal bekommen habe, war das so. Naja, wollen wir nur hoffen, dass es hilft. Hast du irgendwie schon eine Erleichterung? Nein, überhaupt nicht. Das tut so scheiße weh. Das ist echt nicht mehr normal. Fühlen tust du. Fühlen tust du aber. Nee, soll ich nicht. Warum nicht? Weil mir dazu gesagt wurde. Du darfst es nicht, oder? Ich soll nicht kühlen, wurde mir gesagt. Das Hat dein Hausarzt das gesagt? würde nichts bringen. Kannst du das bitte selber entscheiden, ob das was bringt? Du bist ja die einzige Person, die in deinem Körper drinsteckt. Ja. Hast du es mal ausprobiert? Nee, wie soll ich auch meinen kleinen Zeh kühlen? Da tust du eine Schüssel und dann machst du da Wasser rein, kühles. Und dann tust du den kleinen Zeh da rein, Ja, da wenn kann es ich ja geht. direkt rausgehen. Aber ich jetzt auch kalt. Oder beim Fernsehen gucken mal ein Kühlpad drum. Ja, so ein Oder sowas. Kühlpad haben wir. Weißt du, um so ein Knie ist das ja perfekt. Das kannst du schön so Ja, mit so einem um Tuch die kleine Zehe dann. kannst du es doch auch drum rum wickeln. Wickelst du da seitlich um deinen Fuß drum? Nee? Das wäre eine Maßnahme. Aber wie gesagt, ich habe ja gefragt. Kannst du sogar mit Schnipsgummi um den Fuß wickeln und festschnipsgummien. Ich halte mich nur das, was die Ärzte mir sagen. Also ich würde sagen, man probiert, man kann nur ausprobieren. Das kann ja nun nicht gefährlich sein. Probier halt aus. Wenn dir Kühle gut tut, dann ist es doch prima. So, ich muss hier immer bis 5 zählen und ich verzähle mich dauernd, weil ich quatsche. Ich kann nicht mehr. Ich kann vielleicht bis 3 zählen, aber bis 5 gehen kann ich im Moment. Ja, weil ich habe halt das Problem, ich habe halt Angst, wenn ich jetzt sage, okay, ich kühle den Scheiß halt einfach, dass ich das dadurch Ja. verschlimmer, weil die Ärzte halt Dann sagen, tut es nee. dir mehr weh. Dann tut es dir mehr weh, das wirst du merken. Aber ich verschlimmer das nicht. Nein. Ja, ich kenne mich in der Medizin nicht aus, ey. Kannst du ausprobieren. Kannst du ausprobieren, ob dir Kühle hilft. Wenn das eine Entzündung ist und eine Schwellung, dann kann man mit der Kühle auch die Schwellung und die Entzündung zurückbringen. Ne? Okay. Mit 3, 4, 5. Yeah, ich habe richtig gezählt. Und da ist das Tor. 1, 2. Wie viele muss ich? 1, 2 und ein drittes. Dann kommen da 4. Gut. Und ein drittes.
Eins, zwei, drei, vier, fünf und dahin kommt. Kann ich das eigentlich von hier oben sehen? Bis dahin habe ich ja. Ach doch. Guck an. Drei und jetzt kommt. Auch fünf. Alles klar. So. Wie machen wir das Ganze denn jetzt hier? Na, richtig, natürlich. Okay. Boah, ich bin so zugeschissen. Ja, wenn man sowas baut, ist man immer voll mit euch. Euch. Das brauche ich. Das brauche ich eigentlich auch. So. Das mal weg. was wollte ich denn eigentlich gerade holen? Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal die Türen rein. Datama. So, wie geht es jetzt hier weiter? Aha. Hier könnte man auch noch Zimmer hinmachen. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Aber jetzt legen wir erstmal wieder die Türen weg. Oh Mann. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Was wollte ich denn machen? Ach ja, ich wollte hier noch mein Bett basteln. Jetzt weiß ich es wieder. Hier so rein. So, dann machen wir hier ein Bettchen hin. Da. Boah, ich habe gerade so einen ekligen Höhlensound wieder. Oh Mann, ey. Boah. Sind inzwischen fies, ne? Oh, das geht durch Mark und Bein, ey. Das ist ja furchtbar. Ich hab Musik. Ich auch. Ich hatte Musik. Versuche mal ein Java-Update. Habe ich gemacht. Na toll. Ach, Mann, man findet aber auch überhaupt gar nichts zu dem Kram.
gar nicht Dingens. Oh. Hier hoch. Dann kann man viel am besten, wie erwähnt und falls noch nicht gemacht, ein Ticket an den Support schreiben. Mhm. Ach, ja. Macht man das denn? Machen wir mal so. Welcome to the Minecraft Java Edition Bug Tracker. You can report bugs you found in Minecraft Java Edition using this bug tracker. If you're reporting bugs... Ja, ich möchte jetzt mal hier... If you need help with Minecraft, if you need help with your Mojang account, contact our support team help.mojang.com. So. Help Center. So, jetzt möchte ich hier das mal melden hier. Super, das ist ja eine richtige Hilfe hier von Mojang. Der Zocker, hi, schön, dass du da bist. Guten Abend. Ist ja richtig gut hier. Okay. Kann man jetzt nur hoffen, dass das erstmal ein bisschen stabil bleibt. Brauchen wir das hier? Ach, jetzt habe ich die Türen weggepackt, ich Dovi. So, Kleiderschränkchen haben wir jetzt auch. Aha, cool. Ja, ne? Ich hab gedacht, bist du mal nett und kredenzt denn mal sowas. Hat die sie ja auch sich umziehen können, wenn sie hier schon im Hotel nächtigen. Ich fürchte, wir brauchen dann wieder roten Sandstein. Och nö, mach nicht sowas. Okay, habe ich die Silke mit? Ja.
Zack. Dann machen wir hier. Mach mal eine kleine Badewanne hin. Was für Lilliputaner oder so. So. Wenn eine Dusche schon nicht geht, dann mach mal eine Badewanne. Nee. Ach nee, das ging ja auch nicht, oder? Das war doch irgendwie so. Du musst es ihren Erdblock setzen und es an die Erde schütten, nicht auf die flachen Steine. Wenn du das Wasser versuchst, auf die flachen Steine zu machen, geht das nicht. Auf die halben, weißt du? Ah ja. Aber komisch ist das schon, ne? So, und kannst du wieder mittlerweile bis 5 zählen? Ja, es geht gerade. Wenn ich fein stille bin, geht es. Müssen wir dich wieder aus dem Konzept bringen. Oh Mensch. Ja, warum soll es bei dir besser sein als bei mir, hör mal. Glaubet ja auch. Ja, Mensch. Frage ist... Ja? Ich dann roten Sandstein holen? Roter Sandstein ist hinten bei uns in diesem Wüstendingen da. Ja, eben. Wo wir die Sandwiches haben. Eben. Ja, bis dahin laden. Ich habe jetzt nämlich noch 7 Stück. Damit kriege ich das hier unten nicht fertig. Da haben wir doch. Ist da und sät nix. So, jetzt brauchen wir noch einen Hebel. Wie macht man den denn nochmal aus dem Kobbel, ne? Ja. Hattest du in deine Mails geguckt? Mails? Nö. Schade, ich hatte nämlich ein Bild geschickt von so einem Wachturm, der hinten am Dorf hin könnte. Oh, da muss ich mal gucken. Ne, privat vergesse ich das irgendwie momentan in den Mail zu gucken. Naja, das ist ja Trouble mit deiner Zehe. Nein. Aber da war ich da echt richtig empört, als ich da am Donnerstag, also das wäre ja echt noch nie untergekommen. Ne? Ach so, das geht gar nicht. Oh, Moment mal. Würde das funktionieren? Da probieren wir jetzt mal hier unten aus, ob man auf Falltüren etwas stellen kann. Interessante Frage. Nö, geht nicht. Okay. Schade. Wie machen wir das denn jetzt? Dann nehmen wir ein Stüfchen. Ha, das ist da auch echt irgendwie alles ziemlich kacke. Aber warum kann ich das denn hier nicht dranhängen?
Nee. Ist da oben dann, wenn hin, ne? Boah, ist das schön. Das ist ja doof. Pass auf, dann mach mal das so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ach ja, das ist ja nicht symmetrisch. Aber da kann ich nichts ändern.